Ja, Leute, was machen wir jetzt, Alter? Was machen wir jetzt? Oh Mann, es wird cringe. Leute, ihr kennt uns drei. Wir sind drei richtige. Wir bringen unser eigenes CBD raus. Nein, Spaß. Zusammen mit einem Eistee. Ja, wir bringen den neuen Eistee raus, weil der Capital Bra Eistee hat mir nicht so gut gefallen. So, wenn wir jetzt noch 1000 andere Produkte sagen, wird's irgendwann richtig low. Na komm, Simon, sag jetzt. Was soll ich sagen? Okay, ich zeig's jetzt in die Kamera, okay? Ich zeig's kurz in die Kamera, okay? Zeig's alle gleichzeitig, okay? Sag mal ganz kurz, bevor wir anfangen, die meisten von euch haben es eh schon durchblickt, weil ihr seid Pfeifeds. Die Sache ist, bevor wir es jetzt zeigen, ne? Die Zuschauer sind so krank, die haben ins Markenregister geschaut und haben gesehen, dass unsere Marke eingetragen ist für Liebes- und Lifestyle-Produkte und so. Die Leute sind, ihr seid so kranke Stalker. Leute, wir haben unsere eigene Kondomfirma gegründet. Mashallah. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt das Allerkrasseste. Ich habe nämlich eine richtig krasse Präsentation vorbereitet. Pass auf. Jetzt denkt ihr euch, okay, krass. Eigene Kondome, Mashallah. Vegan, Fairtrade, nachhaltig und für jedes Kondom, was gekauft wird, spenden wir auch ein Kondom an Menschen, die eben kein Geld haben für Verhütung, zum AIDS-Prevention und so weiter und so fort. Okay, pass auf. Für jedes gespendete Kondom kaufen wir ein Kondom. Das ist alles geil. Aber jetzt kommt das Geilste. Was bringt euch das? Ihr werdet so viel Geld sparen, ich sage euch warum. Pass auf. Jetzt macht mal an mit Pascal und Kevin. Googelt mal kurz Papa-Platte. Googelt mal ganz einfach kurz Papa-Platte. So. Ja. Und jetzt kommt das Krasseste. Wenn ihr diese Kondome benutzt zu Hause, ihr müsst immer zwangsläufig an uns drei denken und vor allem an Kevin. Jetzt mal ganz kurz Real Talk, okay? Ich habe ja von vornherein schon gesagt, es wird nicht so ein typisches Influencer-Produkt für so Fans, so wie Merch oder irgendwie so Produkte, die so halt eben für die Zuschauer sind. Es soll einfach wirklich jetzt Real Talk, diese Firma, die wollen wir in Deutschland aufbauen und aufziehen für den allgemeinen Markt, ne? Also wir haben einfach Bock, vegane Fairtrade-Kondome auf den Markt zu bringen, die richtig geil sind, wirklich, no joke. Ey, ich finde, was mein Favorite ist, ich finde, die riechen und fühlen sich mega nice an. Same. Die haben halt nicht diesen unangenehmen Geruch, sondern die riechen richtig angenehm einfach. Was ist geiler, wenn Leute fragen, yo, was machst du so beruflich, als zu sagen, yo, ich habe eine Kondomfirma. Und jetzt kommt das Allerkrasseste. Ich habe mal alle Kondomseiten auf der Welt durchgeschaut, wenn ich mich nicht geirrt habe, und es gibt niemanden, der auf Instagram so groß ist wie WTF. Wir sind jetzt schon die größte Social-Media-Kondom-Firma der Welt. Genau. Krass, oder? Ich glaube, wir haben mal einen Applaus. Mashallah, Leute. Wir haben alle gefiegt. Und die Kondome sind, wie gesagt, wie schon öfter erwähnt, sogar vegan. Auch in der Produktion. Das einzige Fleisch, was da reinkommt, ist von euch. Kann das so ein Slogan werden? Das ist überhaupt das einzige Fleisch, was da reinkommt, ist von euch. Die Seite ist jetzt live. Die Seite ist, glaube ich. Ich gucke mal, ob sie jetzt live ist. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es sogar keine Rabattgebühren und das auch. 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Code WTF10. Egal. Genau. Können wir so eine Special Edition draus bringen, wo so auf dem Kondom so unsere drei Gesichter sind? Ja. Die Walz. Und dann wer am meisten verkauft, der kriegt dann irgendwie irgendwas. Das ist so eine Challenge. Ach so, es gibt so drei verschiedene. Eine mit Simon, eine mit Pascal, eine mit mir, oder wie? Nee, sag mal, Retalk, ich hab die gerade in die Kamera gezeigt. Ey, sind die nicht mega pretty? Sieht schon sehr, sehr geil aus, oder? Ja, Re-Rap, ich finde die Verpackung richtig hart. Ich hab schon eins aufgeblasen gerade, eventuell. Aufgeblasen? Das mache ich nicht, das ist mir ein bisschen zu sexuell, ihr kleinen Schlawiner. Ich habe doch keine Kondomfirma, ihr Perversen. Gibt's die auch in extra klein? Ja, wir haben natürlich an Kevins Zuschauer gedacht, natürlich. Natürlich gibt's die auch in extra klein. Also, Leute, aktuell ist es so, wir haben eine Produktlinie und das sind die Original, ja, WTF Original. Genau. Es werden aber noch in Zukunft sehr, sehr viele Sachen kommen. Auch eure Wünsche, also jetzt mal abseits von dem ganzen Scheißgelaber. Wir haben wirklich vor, einfach geile Produkte in einer ganz anderen Sparte rauszubringen und zwar eben Liebes- und Lifestyle-Produkt. Das heißt nicht nur Kondome, es könnte auch irgendwann mal vielleicht Spielzeug kommen, es könnte auch was auch immer. Was sich dreht und sehr viele Batterien drin hat. Sowas hier, ein Fidget Spinner. Oh, okay, Bruder. Oh, das ist so nice einfach. Das ist bis jetzt das geilste deutsche Produkt. Hätten ein paar Leute im Chat, die Eltern das schon gehabt, dann wäre alles heute anders. Sag ich euch, wie es ist. Ja, wir wollen es den zukünftigen Influencern schwerer machen. Deswegen wir haben euch gehört, Leute, we hear you. Wir haben schon gemerkt, so langsam wird es zu viel mit diesen ganzen Influencern und so. Und es kommen ja auch noch neue Generationen nach. Und damit das nicht immer schlimmer wird, ist jetzt mal Schluss. Kinder, ist jetzt vorbei. Ne, verhüten. Und dann, ihr wisst Bescheid, bald
Wir machen es den TikTokern schwer. Die TikToker werden ein hartes Leben haben wegen uns. Ab jetzt heißt erstmal Make Love and Aid. Das heißt, ihr könnt Spaß haben und trotzdem was Gutes tun. Das ist halt der Hintergedanke von dem Produkt. Komplett ökologisch, nachhaltig, aber nicht in so einer möchte gern, ich zeig, dass die Verpackung so aus Pappe ist mit grünen Blättern drauf, sondern ist einfach geil, nice und nicht auf so, auf Krampf so, ja Digga, wir machen was für die Umwelt oder so, sondern wir machen wirklich was und wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, könnt ihr alles nachlesen auf der Webseite und wir tun einfach was Gutes mit der Firma und das ist unser Haupt-Target und dass ihr Spaß habt. Sehr nice. Falls ihr selber keinen Sex habt, weil ich weiß ja, viele von euch, da ist die Hoffnung auch, also ich sag mal, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber komplette Community-Hops genommen. Wir werden auch immer mal wieder zwischendurch ein paar coole Lifestyle-Produkte rausbringen. Ihr habt im Trailer schon gesehen, wir haben als Gag halt auch ein Skateboard bedruckt. Es wird Socken geben und so. Es wird immer mal wieder solche Special Editions geben, auch für die Leute unter euch, die mit Kondom nichts anfangen können, Leute. Manche fragen schon nach anderen Produkten, wie zum Beispiel macht Gleitgel oder andere Sachen. Wir planen da wirklich noch einiges. Was ich schon vorgeschlagen habe, ist für Menschen mit Latexallergie, dass wir noch eine Produktreihe machen, latexfreie Kondome, so auf Wasserbasis. Finde ich geil, ja. Und auch viele Sachen, die vielleicht sonst noch so gar nicht auf dem Schirm sind. Da in der Firma können wir es auf jeden Fall austoben und ihr könnt euch mit den Produkten dann austoben zusammen. Ich frage noch jemand, Freunde. Größe, das sind Standardgrößen, es wird aber auch bestimmt bald große Größen für die besser bestückten. Und für meine Community auch die kleinen Kondome, Jungs. Auf der Seite von der Verpackung ist die nominale Breite angegeben. Und bei unserer Original-Packung, warte mal, wenn es jetzt mal fokussiert, vielleicht könnt ihr es dann sehen, da sind 52 mm als nominale Breite angegeben. Da steht drauf, nominale Breite 52 mm, Kühllagern, jedes Kondom einzeln elektronisch getestet. Wie gesagt, das ist einfach nur unsere, das ist sozusagen die Standardverpackung. Das ist das, was ermittelt wurde aus Studien, was den, ich sag mal, den Durchschnitt sehr gut fittet. Aber wir werden auf jeden Fall auch noch in Zukunft Größen in extra groß, extra klein, alles Mögliche anbieten. Also da wird auf jeden Fall noch sehr viel kommen. Kann ich auch sehr empfehlen, nochmal auf die Über uns-Page zu gehen. Die ist echt hart geworden, auf jeden Fall. Die ist auch wieder ganz wild. Simon, der Paketbote da, Alter. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Also, wenn ihr bestellt, seht ihr, Simon liefert die Dinger. Ich liefere die wirklich. Zur Tür. Okay, weil ganz kurz, ihr fragt noch einmal, sind die Kondome tierversuchsfrei? Weil vegan heißt ja nicht automatisch ohne Tierversuche. Korrekt. Das heißt nicht nur, die Kondome sind nicht nur vegan selber als Kondom, sondern auch die komplette Produktion der Kondome ist komplett vegan. Also wenn man, die Frage ist natürlich, wenn man den Mensch als Säugetier nicht mitzählt, weil wir haben an Kevin haben wir einige Kondome getestet. Genau. Ich musste, mein Dödel musste herhalten, Freunde. Wenn ihr diesen Rabatt auf Zeiten. Es sind auch gerade schon richtig gute Vorschläge im Chat. Zum Beispiel schreibt T-Star schreibt, coole Idee mit den WTF, aber die Gummipuppen mit euren Gesichtern müssen noch kommen. Das wäre so krank! Das wäre so krank! Das wäre hart. Aber so als Special Edition mal? So eine Auflage von 100 oder so? Okay, müssen wir wirklich machen. Das wäre schon nicht krank. Ganz unangenehme Idee, aber Leute, ihr könnt mitentscheiden, was unsere kommenden Produkte werden. Wir haben jetzt, das ist halt unser Start, die Basic Original Kondome von WTF. Was wollt ihr? Ich habe ja schon angesprochen, latexfreie Version. Was für Geschmacksrichtung auch immer. Peanut Butter, Jelly, Sandwich, American Cheesecake, keine Ahnung, was alles, was ihr alles euch so, worauf ihr Bock habt. Okay, und jetzt noch, habt ihr das Package da? Dann macht mal auf und zeigt mal, was da noch so drin ist, weil vielleicht haben die Leute auch Bock auf ein kleines Bundle. Da können wir ja mal was gucken, weil wir haben da viele von. Nämlich wir haben noch Socken dazu bekommen. Wir haben Socken gemacht und Socken und Kondome gehen ja auch Hand in Hand, ne? Wenn man mal alleine ist und kein Kondom benutzen will, natürlich. Kevin, zeig nochmal das Paket. Ja, sehr, sehr gut. Ja, genau. Hast du meinen Stream gerade offen? Ja, ich hab deinen Stream offen, weil ich habe das Paket gerade nicht zur Hand. Genau, also hier in der Mitte waren die Kondome so. Ganz süß. Ja, das ganze Paket. Auch nice, das ist das Bundle, genau. Habt eine Packung Kondome, noch WTF-Socken, auf Maschallah angelehnt. Genau. Ja, wie Pascal schon sagte, wir haben in Zukunft vor mit verschiedenen Marken eben, ob es jetzt mal eine Modebrand ist oder ob es eine Skateboardbrand ist, wir wollen eben nicht nur uns auf Liebesprodukte beschränken, sondern eben auch auf Lifestyle-Produkte und es soll immer so Special Editions geben. Auch was Cooles zum Sammeln. Immer gepaart und immer wieder was
Okay, könnt ihr auch Periodenprodukte rausbringen? Klar, wir werden auch an die Frauen denken. Hatte Simon schon eine Idee, von der ich noch nie was gehört habe? Du hast auch nie was von Periodentassen gehört? Nein. Das was? Ist sehr bekannt, Bro. Hä, das ist wirklich, bekannt. Das ist seit den letzten Jahren, das ist übelst geboomt. Also, die sind halt super umweltfreundlich, weil du kannst die halt immer wieder verwenden. Du musst die einmal nur mit Wasser auskochen. Und du musst halt nicht die ganze, also ganze Zeit OPs benutzen und so, sondern du hast halt einen Period Cup, da läuft es halt rein, da wechselst du die und so. Also, solche Produkte haben wir uns auch überlegt, halt könnte man umsetzen in komplett vegan, ökologisch, nachhaltig und so. Genau. Safe, finde ich cool. Das sollten wir wirklich machen. Ja, auf jeden Fall, ich sag mal so, ich bin mega happy, dass wir es heute einfach mal jetzt auch mit euch teilen konnten, es erzählen konnten und seid auf jeden Fall gespannt. Auf Instagram wird sehr, sehr viel kommen. Also checkt uns auch gerne auf Instagram aus, auf der Seite ist alles verlinkt, da ist auch TikTok verlinkt. Da werden auch ein paar lustige Sachen entstehen. Sie sehen krank aus. Hat immer eine gute Idee, neben Socken und so. Er sagt, wir brauchen Taschentücher. Oh mein Gott, WTF-Taschentücher! Oh. WTF-Taschentücher werden aber wild! Was ist, wenn wir Taschentücher revolutionieren und die wirklich für den Genitalbereich auslegen? Mashallah. Oh, das wäre wirklich Mashallah. Nice. Das hat wirklich noch keiner gemacht, alter Junge. Ey, Leute, es wird geil. Wird eine sehr, sehr geile Nummer und da machen wir was Geiles draus. Ey, mich freut's voll, dass wir jetzt schon 19.000 Kondome halt spenden, das gut ankommt anscheinend. Also, ja. Das freue mich wirklich sehr. Freue ich mich auch sehr drüber. Das ist echt cool, Mann. Ich habe da echt Bock drauf, Digga. Ja, ich hoffe, ihr seid stolz auf uns. Ich hoffe, ihr appreciated, dass wir da nicht nur eine Firma in Deutschland mit deutschen Angestellten aufbauen, sondern eben auch noch was Gutes tun und Menschen versuchen, auf der ganzen Welt zu unterstützen und eben auch euch besonders viel Spaß bereiten wollen. Spaß. Ja, dann. Ja, wir sind ein bisschen hängen geblieben, aber ja, wenn ihr uns vertraut und wenn ihr uns so erotisch findet, dann solltet ihr diese Kondome auf jeden Fall bestellen. Danke. Schon mal zwei Punkte, die niemals erfüllt werden können. Uns vertrauen und uns erotisch finden. Oh, sind die auch sicher, die Kondome? Nein, ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Ist alles nach deutschem Standard. Deswegen ist es auch made in Germany, weil wir halt wichtig und richtig darauf Rücksicht nehmen und darauf achten, dass es eben alles nach deutschem Standard geprüft wird. Oh Mann, Alter. Ja, Freunde, wir sind jetzt Businesspartner. Ja, was sagt ihr dazu, dass wir einfach. Wir sind Founder. Was sagt ihr dazu? Wir können jetzt CEO in unsere Bio schreiben. Ich freue mich auf eine Ich freue mich auch sehr. Wird sehr, sehr geil. Wird sehr, sehr geil, Leute. Gönnt euch und schickt auf jeden Fall, wenn ihr dann dabei seid, schön verlinkt uns auf Instagram. In der Story, Digga. Bitte in der Story. Verlinkt uns bitte einfach nirgendwo, danke. Ja. Ja doch, wenn ihr die halt habt, so könnt ihr das machen. Aber halt. Nee, auch dann nicht. Bitte. Belästigt uns nicht mit euren Kondomen. Geht uns einfach nicht auf den Sack. Mit eurem Müll. Okay. Gut. Ja, dann. Viel Spaß euch. Okay. Schönen, gut, Jungs. Schönen Abend. Ich küsse eure Augen und denkt immer dran, ne? Macht bloß nicht ohne Gummi.